Wie ein Dompteur bewegt sich der René Lehner um die Maschine, als über sie bändigen müsste. Jeder Handgriff sitzt. Fast blind greift der Hebel, wo der Takt der Maschine vorgeht. Die schnauft gleichmäßig und spuckt ohne Pause den Goldprägedruck aus. Für mich ist es einfach mehr wie ein Hobby. Es ist einfach eine Kunst. Ich fühle mich manchmal auch als Künstler. Weil man, es ist einfach im Blut drin. Und ich bin eben als Druckersohn aufgewachsen und habe das schon als kleiner Bub in der Druckerei rumlaufen. Mich hat das immer fasziniert. Auf 70-jährigen Maschinen, ganz ohne Computertechnik, druckt, prägt und stanzt René Lehner und sein Druckergehilfe. Das Stahlstichverfahren ist heikel. Die goldene Farbe muss fliessen, darf aber nicht kleben. Auf Karton schneidet der Drucker die Druckform zu. Es ist ein Wappen vom Königshaus von Thailand. Ein besonderer Auftrag für René Lehner. Das Prinzenwappen hat er neu gestaltet, sodass es auf den Briefschaften auch gut wirkt. Dann drucken die beiden Bogen für Bogen. Handarbeit, die sich seit Jahrzehnten kaum verändert hat. Aber die nur wenige machen. Der René Lehner macht zwar keine Werbung, aber sein Name ist über die Schweiz aus bekannt. Es hat sich herumgesprochen, dass wir spezialisiert sind auf so exklusive Drucksachen. Und da haben wir jetzt sogar den Entwurf machen, mit der Gravur zusammen. Weil der René Lehner nicht nur das Druckerhandwerk beherrscht, sondern sich auch mit Heraldik befasst, sind Adlige und Prominente aus ganz Europa zu ihm gekommen. Der Udo Jürgens hat bei ihm Briefsachen bestellt. Tina Turner die Weihnachtseinladung machen lassen. Die fangen dort an, wo die anderen aufhören. Verstehen Sie? Es ist, hat jede Drucksache ihre Berechtigung. Aber meine Drucksachen sind eben für Kunden, die speziell sind. Sie wollen sich einfach abheben vom Normalen. Oder? Und sind auch bereit, um auch ein bisschen mehr Geld auszugeben. So kostet die Briefschaft, die René Lehner für einen belgischen Baron druckt, auch schon mal ein paar Tausend Franken. Richtig glücklich macht ihn aber, wenn seine Arbeit geschätzt wird. Besonders bewegt hat ihn einen Brief vom thailändischen Prinz. Nach etwa 6 Wochen kam dann ein Gouvert. Ich bin heute noch emotional berührt. Wo dann eben ein zweiseitiges Dankeschreiben an mich persönlich gerichtet worden ist. Quasi, ich sei ein Künstler und hat dann noch beschrieben, um was ihm dem Wappen gegangen ist. Und das Wappen ist eine sehr historische Sache und er will jetzt an den Erben weitergehen. Oder und ich habe das dürfen machen. Also, ist wirklich mega nicht mehr. Auf diesen Maschinen hat er viele tausend Briefbögen, Visitenkarten und Geburtsanzeigen gedruckt. Jetzt geht er in die Pension. Damit das Druckhandwerk weiterlebt, gibt er sein Wissen an junge Nachfolger weiter. Sodass das Königshaus von Thailand weiterhin auf Briefpapier vom Bodensee schreibt.